Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von New Super Mario Bros. U. Irgendwie ist mein Redetempo gerade sehr hoch. Wir haben letztes Mal die vierte Welt, die Wasserwelt, abgeschlossen und sind nun in der Dschungelwelt, der Hauptwelt für jeden Mario Bros. Wii Speedrunner. Und gucken uns mal an, was diese Welt so zu bieten hat. Sorry. Ich persönlich muss ja sagen, Dschungelwelt hat schon Potenzial, zu meinen Lieblingswelten dieses Spiels zu gehören. Das war berechnet. Hust, hust. Und wir sehen gleich die ersten neuen Gegner. Komische Lauf-Piranhas. Und Piranhas, die pusten. Digga, ich hab grad so ein Aimbot mit der Eisblume. Was los bei mir? Danke. Ich wusste, dass man da rein kann. Der Cheep stand nur ein bisschen im Weg. Ich hab grad einfach mit der Eisblume Aimbot und renn schon ziemlich durch. Das war eine Speedrun-Strategie. Ich hab nicht fast verkackt. Ja, das ist jetzt halt nicht die spannendste Passage. Das macht es manchmal ein bisschen schwer, die Dinger zu treffen, dass die Stachelbälle das abblocken. Dein Ernst? Ich hab eigentlich gedacht, dass ich nicht einfach durchschwimmen und die letzte nehmen könnte. Wenn ich da jetzt nicht reingekommen wäre, weil ich zu hoch gesprungen bin, dann hätte ich so losgemusst. Aber ja, wir haben die Star-Coin. Ich habe ehrlich gesagt, ich bezweifle es mal, aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob das Ding beim Fall eine Hitbox hat für die Wissenschaft. Nein, hat's nicht. Ich war mir da nicht 100% sicher. Deswegen wollte ich's mal probieren. Und das war auch schon das erste Level. Recht kurz, entspannt, aber ich mag's eigentlich. Ist ein ganz schönes Level und später in dieser Welt wird's weniger entspannt. Ah, fuck you, Noah. Der postet gerade einen dummen Smash-Clip mit mir, der einfach keinen Sinn ergibt. Aber egal. Und wir bekommen es jetzt sehr sicher mit dem Patengegner dieser Welt zu tun, der eben eine dieser lauchigen Piranha-Pflanzen ist. Und ja, gibt Anspruchsvolleres. Kann man es irgendwie... Okay, ich wollte gerade fragen, kann man es so platzieren, dass der Toadballon genau in der Pflanze ist, aber man kann dann ja trotzdem auf das Ding stampfen und die damit kaputt machen. Also, ja. Bratwurst. Wir haben tatsächlich, das ist sehr selten, ihr seht diese random Ranken und eigentlich versperren die sie versperren in der Regel eines dieser beiden Level. Aber wir haben gerade wirklich Glück. Wir können uns eins aussuchen. Und ich nehme das untere. Beide mag ich eigentlich. Aber das obere noch ein bisschen mehr. Deswegen will ich es mir für danach aufheben. Oh, ich nehme es zurück. Ich habe es verwechselt. Ich mag nur das obere. Wenn diese Gegner dabei sind... Okay, das war ein richtig schlechter Tausch. Eisblume ist viel besser. Diese Gegner sind so ranzig, ich mag die gar nicht und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Da hinten war eine Starcoin? Ah, und hier sind nur Items. Genau das wollte ich. Ich glaube nämlich, dass Propellerpilz durchaus effektiv sein kann hier. Unter anderem, wenn ich keinen Bock habe, auf euch Wurstköpfe zu springen, dass ich da nicht getroffen wurde. Ist ein Zeichen Jesu. Ja,
ihr seht ja, was die Gegner machen, muss ich, denke ich, nicht groß erklären. Kompliziert ist es nicht, nervig schon. Aber bisher kommen wir ganz gut durch. Man muss auch sagen, ich glaube, das Mario Bros. U-Level mit den Viechern ist nochmal schlimmer als das Wii-Level. So, wenn man von unten gegen die springt, droppen die ein paar Coins. Wenn man den macht, dann explodieren sie in Geld. Es ist realistisch und ich brauche keinen Propellerblock. Ja, scheiß drauf. Ja, okay, hier gibt's auch keine Starcoin. Anders als hier. Ich bin... Okay, Hitbox. Ich hab ehrlich gesagt verpennt, dass der noch eins weitergeht. So, da ein bisschen Genauigkeit an den Tag legen, dann passt's. Und ich bekomme kein Item mehr. Die Starcoin finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht sonderlich schwer. Oh Gott, der ist schnell. Aber sind wir auch schon weg. Und damit beim Ziel. Ja, ich mag diese Gegner halt nicht sonderlich, aber das Level war nicht so schlimm, wie ich im Kopf hatte, muss ich sagen. Nochmal an die Fahnenstange, Spitze, Gedöns, Gubber. Ja. Wir können jetzt bereits zum Tower dieser Welt. Danke, wir müssen jetzt erstmal zum Tower dieser Welt, weil diese scheiß Ranken es so wollen. Obwohl, ich habe gerade überlegt, ich hätte wahrscheinlich auf die Weltkarte gehen können, dann zum Eingang der Welt mich porten und von da aus dann zum Level oben. Aber na, machen wir halt erstmal den Kack. Und das mit Kack meine ich, wie ich es sage. Stellt euch mal vor, ihr habt so die Möglichkeit, einen hohen Turm zu bauen. Wie designt ihr ihn? Ich gebe euch einen Tipp. Nicht so. Auch wenn er bedrohlich sein soll. What the fuck? Was ist... Okay, man muss aber auch sagen, der ist von... Iggy und Iggy ist fucking durch. Der Typ ist so komplett. Ja. Die gehen jetzt ein bisschen schneller, aber nicht so weit. Ob es das jetzt schwerer oder leichter macht, finde ich ehrlich gesagt zu hinterfragen. Der andere Weg ist die Starcoin. Ja, okay, wenn man hingeht, merkt man, dass der schwieriger ist, aber im Prinzip finde ich das nicht so toll, weil man auf den ersten Blick echt nicht sieht, welcher Weg ist davon überhaupt schwerer, bei welchem passt die Starcoin besser. Aber man kann ja wie ich einfach eine Plattform hochgehen, deswegen. So, die gehen jetzt sehr weit, die Dinger. Wirklich über die Hälfte hinaus. Und hier braucht man einfach noch einen Pilz. Okay, ich wollte eigentlich direkt hoch, aber dann müssen wir wohl noch hier eine Runde warten. Und dann sind wir auch schon mit diesem Tower fertig. Wir können uns auch hier auf die Wand draufstellen jetzt, weil wir krass sind. Nur aufpassen, dass wir nicht getroffen werden beim Runterspringen. Und jetzt. Hier ist es so einfach versteckt. Jetzt geht's zum Iggy Battle. Nummer 1. Iggy ist sehr weird. In diesem Kampf, also ihr seht, seine Geschosse sind ziemlich schnell.
Genauso wie sein Panzer und sonst sind halt die Plattformen hier. Ich mag aber das Design von der Kampffläche, muss ich sagen. Also das mit den Ranken hier überall drumherum, das mag ich, das Design. Auch so ein bisschen im Hintergrund wie so ein Dschungeltempel einfach. Stehen wir in seinem Gesicht und schießen ihn in die Hölle. Wenn man das Placement richtig macht und er genau zwischen zwei Plattformen liegt, wird er die ganze Zeit jetzt rumgereicht in der Animation. Das ist toll. Und ja, damit haben wir auch schon relativ schnell das hinter uns gebracht. Die Welt ist ein bisschen kürzer, als ich im Kopf hatte, muss ich sagen. Aber ich glaube, die sechste ist tatsächlich so ziemlich die längste. Und die sechste ist auch die mit den meisten gemischten Gefühlen bei mir. Es gibt manche Level, die ich unfassbar feier und andere, die ich gar nicht fühle. So, die Ranken verschieben sich nochmal. Damit können wir wirklich bewirkt das was? Der Punkt ist, wenn die sich nicht verändern, können wir dieses Mal auch vom Anfang nicht hin. Wow. Ich mag das sehr gerne. Vor allem muss ich jetzt das Level machen. Das ist eins der schlimmsten im Game. Das Spiel erspart mir nichts gerade. Das mit diesen Ranken ist aber einfach so mega unnötig. So, hier muss man aufpassen, wenn 5 oder mehr Gegenstände, muss man sagen, die Münzen zählen auch, auf dem Schiff sind, dann fährt man nicht mehr weiter. Danke, dass der Feuerball so schnell rauskommt. Ich brauche einen Gegner. Was? Dein Ernst? Wieso triffst du den Block nicht mal? Ich hasse dieses Level wirklich so sehr. Dementsprechend bin ich auch froh, jetzt erstmal hierhin zu dürfen. Ja, Flo's Level, immer wieder eine schöne Sache. Dieses Level basiert im Gegensatz dazu auf Wigglern, die eigentlich immer cool sind. Okay, und da könnte ich jetzt... Okay, nee, nichts Großes. Ich dachte gerade kurz, bekomme ich jetzt die Starcoin nicht, aber die bekommt man mit einem stinknormalen Jump. Und jetzt kommt der richtige Teil des Levels. Riesen-Wiggler. Was ist gerade los? Im Gift. Und vor allem, dass ich da einfach gestorben bin direkt. Alter, es läuft nicht. Wie wär's, wenn ich jetzt nicht dumm sterbe? Wäre eine Idee, oder? Probieren wir es doch einfach mal. Dieses Mal warte ich auf den da. Und werde von dem getroffen, ey. Das ist doch ein Joke. Wenn man es richtig macht, kann man über die krass drüber springen in diesen Ecken. Also auch hier in der Enge wirklich. Ich versuch's mal. Oh, der kommt nicht rüber. Und wir bekommen die Starcoin nicht. Mann, hab ich Bock. Wann respawnen die? Ist das dein Ernst?
Was soll das denn gerade? Jetzt wird's langsam wirklich unnötig. Alter! Ich krieg Schmerzen! Ja, jetzt respawnt die nicht mal. Das meine ich über die respawnt nicht mehr, Alter. Alter, es ist ja gerade so ein Abfuck. Warum läuft gerade dieses Level so beschissen? Und vor allem am Ende ist da nicht mal ein Secret, ne? Ich glaube, irgendwie da ist keine Starcoin. Wenn überhaupt irgendwas. Ja, genau so wollte ich das. Und hier ist auch was. Aber keine Starcoin. Wirklich. 2 One-Ups. Das war's. Die 2 One-Ups habe ich gebraucht, um hier hochzukommen. Oh no. Ja, komm, lass bleiben, Alter. Das waren, glaube ich, die schlechtesten 5-6 Minuten, die ich in einem 2D-Mario-Let's Play je hatte. What the fuck? Lasst mich alle in Ruhe jetzt. So, hier hoch ist hier eine Starcoin. Ja. Jetzt bitte einfach nicht mehr sterben. Ich will mit dem Level fertig werden. Den Pilz nehme ich mir mit. Ich will hier lieber sicher gehen. Wir sind close, dass ich fast in den reingerannt wäre, aber das müsste dann endlich gewesen sein. Unfassbar unnötig in dem Level, also das hätte ich in der Hälfte der Zeit schaffen können oder weniger und eigentlich auch müssen. Es ist echt kein Level, bei dem man so lang brauchen sollte. Aber sehen wir es so. Besser wird's nicht. Flo's Level, jetzt aber wirklich. Wer hat sich denn das ausgedacht? Ach, hier gibt's eine Feuerblume. Geil, ne? Hier gibt's eine Feuerblume, Leute! Oh mein Gott, das beginnt ja schon wieder ganz toll. Und wir bekommen eine Eisblume. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was besser ist hierfür. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass die Eisblume ein bisschen besser ist. Der Koopa, der eingefrorene, zählt übrigens, auch wenn ich ihn nur in der Hand halte. Ich glaube, die ist ein bisschen besser, weil ich damit so ein bisschen gezielter sein kann. Und jetzt kommen ganz schlimme Gegner. Mini-Gumbas. Die verlangsamen einen und ich liebe es, wenn das passiert. Dann halt wieder auf Eis. Ich wollte den aufheben. Ja, das war klar, dass es hier sowas gibt. Ja.
behindert? Ich kann doch nicht riechen, wo die herkommen. So, dafür braucht man noch einen Bob-Omb. Wir haben das Floßlevel jetzt zum Glück doch gut geschafft. Gerade diese letzte Starcoin und dieser letzte Abschnitt allgemein kann doch sehr nerven. Ja, nicht mal an die Spitze. Ich meine, nicht, dass es was gebracht hätte, aber... Und Mario, du hast keine Mütze, falls du es nicht merkst. Ja. Ich überleg grad, das Geisterhaus ist nicht toll. Das ist nicht toll. Aber wir machen's noch in dieser Folge. Beide Exits. Wo der Secret ist, habe ich grad, also ich weiß es ungefähr, aber ihr werdet noch sehen, was das Problem ist. Denn hier sind wir im Hauptraum, können jetzt hier in die Tür, können allerdings auch hier runter einen der 87 Wege nehmen. Es gibt in diesem Geisterhaus gefühlte 12.000 Wege. Auf manchen sind Starcoins, auf manchen ist gar nichts. Manche Türen kann man gar nicht nehmen. In diesem Level ist alles vorhanden. Das heißt, ich muss nach den Starcoins ausschalten. Wenn man die Secret Exit Tür findet, die erkennt man dann zum Glück auch direkt. Also das ist kein Problem. Das ist gefühlt die einzige Tür. Wenn man die sieht, hat man Gewissheit. So, und erste Starcoin ist hier. Gut zu wissen. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wo was ist. Dementsprechend werde ich einfach ein bisschen durchprobieren müssen. Und mal gucken, was hier so ist. Hier ist auch eine Starcoin. Es kann sein, dass die Starcoins tatsächlich sehr langweilig einfach in den ersten drei Türen sind. Noch zwei von denen abgesniped. Hier die Wände bieten nichts. Und damit haben wir das schon ganz gut hinbekommen. Bisher auch nichts Schwieriges dabei. Ich meine, wenn man nicht mit unsichtbaren Wänden in Geisterhäusern klarkommt, dann sollte man dieses Level eh einfach mal überlegen, es vielleicht nicht zu machen. Secret Exit ist noch ein bisschen weiter hinten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier könnte die erste komplette fehlen. Obwohl nicht, hier ist die dritte Starcoin, glaube ich. Kann gut sein auch, dass man die Tür links nicht rein konnte. Dass das einfach eine Fail-Tür war. Aber Starcoins haben wir tatsächlich jetzt alle. Ich weiß nur, ich glaube, ich gehe erstmal einen normalen Exit holen. Auf dem Secret ist es durchaus drin zu sterben. Und es gibt keinen Checkpoint in dem Level. Ich glaube, der normale Exit ist wirklich der ganz hinten. Oh Gott, das sieht nicht angenehmer aus. Das sieht nicht angenehmer aus als der Secret Weg. Okay, es ist aber kurz. Das war der richtige, oder? Danke. Weil das will ich jetzt lieber ganz schnell beenden, damit wir die Starcoins allesamt in der Tasche haben. Das ist ein guter Schritt schon mal. Dann jetzt heute noch den Secret Exit und dann reicht's auch für diese Folge. Das Endcastle dieser Welt habe ich leider zu kurz im Kopf, weil es eigentlich eines der coolsten ist. Und das Level da unter mir habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Aber ja, dann gucken wir uns mal
den Secret Exit an. Der chillt hier rüber. Bin mir sehr sicher, auch hier noch lang. Hier runter durch diese Wand. Hier ist der Secret Exit und ich mag diesen Raum darin nicht. Man sieht schon, was ungefähr hier abgeht. Man kann auch auf den Blöcken stehen, wenn das Licht nicht an ist, aber dann sieht man sie halt nicht. Ja, aber das ist auch nur eine kurze Passage, glücklicherweise. Sekunde. Schade. Mein Aimbot, den habe ich zum Frühstück gegessen. Aber damit ist der Secret Exit auch relativ schnell durchgedönert. Nochmal an die Spitze, auch wenn das in meinen Augen ehrlich gesagt nicht die Spitze war. Aber wenn das Spiel das sagt, dann werde ich mich nicht beschweren. Wir haben es geschafft. Und damit endet auch die... Oh mein Gott, sind hier viele Ranken, Digga. Man kann ja gar nichts machen. Damit endet dann auch diese Folge von New Super Mario Bros. Wii. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like und oder ein Abo auf dem Kanal da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao.